Rashica. Milot Rashica deflected! So often, it's Milot Rashica who makes the difference for Bremen. And he has come up with an equaliser. Leverkusen 1, Bremen 1. Here is Sargent. He's made the space. And now Klaassen! That's a fabulous goal by Werder Bremen, who have turned this game around. And it is their captain, Davy Klaassen. Willkommen zu Werder TV Inside. Nach dem Topspiel am Samstag, nach dem 2:2 gegen Bayer 04 Leverkusen, 2:2 für oder gegen Werder Bremen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, dazu später mehr. Erstmal aber eine Info in eigener Sache. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Einfach Werder Bremen abonnieren, Alarmglocke einschalten und kein neues Video mehr auf unserem YouTube-Kanal verpassen. Das gefällt uns auf jeden Fall. Was allen Werder-Fans nicht so richtig gefallen hat und worüber ihr wahrscheinlich auch noch diskutiert, ist folgende Szene vom Wochenende. Die Frage ist ja, ob man überhaupt noch eine Meinung dazu haben kann. Eine Meinung, ganz sicher, die wird jeder haben, aber wie diese Meinung gebildet wird, das hängt in der Regel von verschiedenen Parametern ab. Da wäre zum einen Fußballsachverstand, zum anderen ganz wichtig Regelkenntnis und natürlich auch noch Vereinszugehörigkeit. Hand oder nicht Hand, das ist eben nicht nur einmal die Frage, sondern relativ oft und meistens eben nicht so ganz eindeutig und einfach zu bewerten. Ja, es ist schwierig. Also es ist ja mittlerweile ganz schwierig zu beurteilen, was ist noch Handspiel, was ist nicht Handspiel. Aber um solche schwierigen, kniffligen Szenen eben auch differenziert genug betrachten zu können, haben wir hier bei Inside unsere eigene, unsere grün-weiße Brille mit besonderem Durchblick. Ja, wie viel schafft ihr? Leine oder insgesamt? Ja gut. Ein Handspiel kann ich so jetzt erstmal nicht erkennen. You see it here on the TV again. Clearly it hits his hand, but I don't know if it's the position his hand is in or what it is. Also ich glaube, keiner weiß, was der Regel ist oder also ich kann es nicht drüber sagen eigentlich. Seht ihr, und da sind wir schon beim wichtigsten Maßstab in dieser Frage, nämlich der Regelkenntnis. Und da hat uns der DFB am Sonntagabend mit einer kleinen Nachhilfe beglückt. Den Link dazu, den findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video oder ihr drückt einfach nur kurz Pause und lest euch die entscheidende Stelle durch. Klingt auch nicht restlos überzeugend, muss ich ehrlich sagen. Entscheidend eben dann doch die Vereinsbrille, die man trägt. Und mit der Werder Inside-Brille ist diese Szene auf einer Skala für Handelfmeter von 1 bis 5 eine glatte 6. Ja. Ohne Elfmeter bleibt es gegen Bayer Leverkusen dann eben auch beim 2:2. Übrigens das dritte 2:2 auswärts hintereinander. In Frankfurt unentschieden, in Dortmund unentschieden, in Leverkusen unentschieden. Richtig. Und das heißt, Werder 6 Tore, die Gastgeber auch 6 Tore, macht insgesamt leider eben nur 3 Punkte. Und so kommen wir langsam voran. Also du holst einen Punkt in Dortmund, holst einen Punkt in Leverkusen, Punkt in Frankfurt. Du musst halt zu Hause gegen Hertha gewinnen und dann spricht jeder von 4 ungeschlagenen Spielen. So ist es natürlich so, dass man so ein bisschen zwiegespalten ist. Ne? Ja, irgendwie schon. Ist das Glas nun halb voll oder ist es halb leer? 4-mal nicht verloren, aber auch 4-mal nicht gewonnen. Ja, 4 Spiele nicht verloren, muss man schon klar sagen, weil natürlich letzte Woche die Enttäuschung über Hertha, die war da. Vom Ergebnis her, aber auswärts in Dortmund, in Frankfurt, in Leverkusen einen Punkt zu holen, da kann man jetzt nicht unzufrieden sein. Nein, nicht unzufrieden, aber zufrieden? Ja, auch irgendwie nicht. Wir haben hier oben in der Ecke eine Abstimmung für euch. Wie zufrieden seid ihr mit der Bilanz der letzten 4 Spiele?
Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Ich hätte lieber dreimal gepunktet. Ich hätte auch letzte Woche lieber dreimal gepunktet. Aber wir müssen den Punkt jetzt mitnehmen und weitermachen. Wir haben jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken, sondern Feuerfokus auf Mittwoch, Weserstadion, Pokalnacht. Ich hoffe, die Fans machen das zu einer Pokalnacht, wie es eigentlich nur in Bremen geht. Ja, genau. Und die gute Nachricht für Mittwoch, liebe Werder-Fans, liebe Insider, ein Unentschieden wird es auf keinen Fall. Auch wenn ich dich inhaltlich korrigieren muss, dass laut den Statistiken ein Pokalspiel auch unentschieden ausgehen kann, bin ich mir sicher, dass wir den Fokus haben werden, dass wir das Mittwoch frühzeitig für uns entscheiden und eine Runde weitergehen. Bevor wir über die bevorstehende Woche sprechen, wollen wir aber die zurückliegende noch anständig abschließen. Und dafür fehlt uns noch Typ der Woche. Richtig, zahlreiche Einsendungen unserer Teams. Dafür gab es von Freitagabend an alle Bewerberinnen und Bewerber in der Torschau. Da haben jetzt eigentlich nur noch unsere Profis gefehlt. Ja, vielleicht Ömer ist wieder zurück. Heute ein gutes Spiel gemacht gegen seinen alten Verein. So, ich nominiere Ömer. Für uns ganz klar der Typ der Woche mit achtfachem Vorsprung. Unsere Werder-Frauen. Noch mehr Infos über unsere Typinnen der Woche findet ihr übrigens bei Instagram. Einfach Werderfrauen eingeben und folgen. Folgen heißt bei YouTube abonnieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das mit unserem Kanal machen würdet. Das nächste Video verpasst ihr dann auf keinen Fall. Das kommt bei uns schon am Mittwoch raus. Seid also dabei. Wir sehen uns bei Inside dann wieder am Freitag. Ich hoffe auch da klickt ihr wieder rein. Bis dahin. Tschüss.